Ach du Scheiße. Leer! Nachladen, nachladen! Willkommen, ihr Lappenlapinen, willkommen zu Project Zomboide. Es geht weiter, auf ins Abenteuer. Ich habe meine Uhr ist da oben stehen geblieben. Hat mir jemand gesagt. Halte ich das jetzt mal im Blick. Guck mal, hier sind noch ein paar Filter. Okay, wie auch immer. Wir brauchen Holz, genau. Ich wollte schlafen gehen oder ausruhen. Wir sind ein bisschen ausgepowert. Ich mach die Tür mal lieber zu. Ich will nicht gefressen werden. War ich jetzt schon am Ausruhen? Nee. Okay. Bin ich froh, wenn wir mal ein bisschen neues Essen holen, weil... So, wir haben bestimmt gleich Schmerzen. Oh, ich muss mal was trinken. Also kein Wasser, sondern Bier. Oh ja. Oh, das gute alte Louisiana, Louis Villa. Louis Villa Plörre. Jetzt. Jetzt in jedem apokalyptischen Store. Selbstbedienung. Rabatt 100%. Solange der Vorrat reicht. Wortwörtlich. Limited Edition. Hier ist jetzt alles Limited Edition. Geil, oder? Ja, ja, die Schrotflinte liegt da noch. Ich will jetzt nur das Holz aufsammeln. War da was? Ein Schlagloch oder so wahrscheinlich. Ups, Entschuldigung. Nicht. Oh, oh, ich dachte, ich steige auf der anderen Seite aus. Oh, mein Herz. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist aussteigen mit der Schrotflinte erstmal alles niedermähen, was da kommt. Aber ich habe Angst, dass da mehr kommt als bei dem einen Parkplatz. Das könnte schon ziemlich bitter werden. Für eine ziemlich bittere Pille. Ich mache jetzt auch nicht auf schnell, oder? Sehr schön. Irgendwas rumlaufen. Irgendwas höre ich auf jeden Fall. Ich nehme noch mehr Holz mit. Also, solange da was reinpasst. Ich würde gerne wissen, was das hier baut. Dieses Gne. Gne, gne. Zwölf Stämme aber schon. Komm, wir fahren jetzt erstmal ein Stück von vorne wieder, weil ich muss die Schrotflinte holen. Ah, da ist der. Wie ist die jetzt reingekommen? Feuerlöscher. Meine Güte. So, jetzt das hier. Ich mach die Dose Bolognese einfach. Boah, meins krieg ich schon wieder Hunger, ne? Okay. Ich nehme alles. Wir müssen uns mal ein bisschen satt machen hier. Flasche werfen wir auf den Boden.
Okay, das ist auch weg. Bandagen. So. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wir sind jetzt sogar satt. Ich nehme mal den Lötkolben mit. Lötkolben. Die Maske, wo war die denn? War die hier unten? Die habe ich eben gesehen. Jetzt habe ich sie aber wieder vergessen. Ich glaube, die war hier. Das sind die Schweißstäbe. Die war hier, oder? Habe ich es jetzt vergessen? Habe ich die schon ins Auto getan? Nee, kann nicht sein. That can't be. That can't be. Da ist sie doch. Propane. Ist, oh, guck mal. Es sieht irgendwie so riesig aus. Ich habe doch gar keinen Propan-Mod drauf. Jetzt ist diese andere Propanflasche. Ey, da. Nimm mir mit. Nimm mir auch mit. Könnte ich direkt irgendwie gebrauchen. Vielleicht. Hinten im Kofferraum ist noch der Schraubenschlüssel drin, glaube ich. Dann brauche ich noch die Rohrzange. Die habe ich auch noch dabei. Oder habe ich die? Nee, ich habe die, glaube ich, auch gedroppt. Ja, sehr schön. Genau, klingel ein bisschen rum. Super Sache. Habe ich gut gemacht. Jetzt mache ich die Musik mal ein bisschen aus wieder. Jetzt haben wir sie. Ich mache mal die neue an. Offiziell? Early Access? Achso. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Kampfbrausen. Ja, drei Stück. Kampfbrausen. Nägel haben wir. Oh, eine Banane. Banane? Banana! Ist ein bisschen ekelhaft, ne? Okay, pass auf, wir müssen jetzt immer das Rambo-Messer anbringen an den Gürtel links. Das ist eine Nahkampfwaffe. Die Axt kommt ins Auto oder in den Rucksack. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr so schnell überladen. Sehr schön. Nachladen. Entschuldigung. Oh, ist schon nachgeladen. Wunderschön. Machen wir das mal raus. Okay. Ich bin bereit. Beförderung. Nägel, Hämmer, Säge, lalalala. Ist dabei, ist dabei, ist dabei. Benzinkel ist der Film jetzt auch nochmal auf. Add gasoline to gasoline storage and Treibstoff aus Tank ablassen. Nein, nein, nein. Ah doch, okay, ist richtig. Sehr schön, sehr schön. Okay, Zeit zu fahren. Und doch nicht. Jo, was ist denn jetzt hier los? Meine Güte. Okay, jetzt machen wir die Musik wieder aus. Es ist halt... Ich habe die Hintergeräusche so laut gemacht, die Hintergrundgeräusche. Es wird immer mehr. Oh Mann, die Population steigt. Ich glaube nicht nur, dass das jetzt irgendwie, weil die hier rumwandern... Ich glaube, das wird jetzt immer schlimmer. Wir kommen so an den Punkt, wo es halt echt übel wird. Ah. Mission Ratata wird eingeleitet. Ratata.
Wir sind ein bisschen überladen, da müssen wir ein bisschen leicht schießen. Okay, komm, wir biegen hier ab, oder? Ich weiß ja nicht. Machen wir hier. Mal was Neues erleben hier. Die Routine loswerden. Ich glaube, das geht gar nicht. Ups, ich habe auf die Karte geguckt. Ah doch, wir sind richtig. Okay, los geht's. So, das Auto lassen wir mal hier stehen. Ich habe ein bisschen Angst, aber was soll's. So, Rambazamba kann starten. Wieder nur ein Kreuz, nicht drängeln. Es gibt genug Kügelchen für alle. Ja, wir werden hier mal rumlaufen. Oh Mann, jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Nein. Oh Gott. Ach du Schande. Oh, ich hing fest. Ach du Scheiße. Leer. Nachladen, nachladen. Schussfeld verlagern. Vielleicht machen wir auch eher das Haus zu unserem Schießfeld. Ich kann auch nicht den Finger vom Knopf lassen, ne? Ich muss langsamer schießen, das ist sonst viel zu kostspielig. Aber es macht halt Spaß. Okay. Direkt nochmal nachladen. Ich locke jetzt wieder zu viele an. Ich muss jetzt aufpassen. Sonst muss ich gleich noch ein bisschen Hubschrauber machen nebenbei. Ja, das geht noch. Es geht noch einiges weiter hier, glaube ich. Ich glaube, wir hatten eine Ladehemmung. Ich glaube, mein Auto dreht durch. Der Motor läuft noch. Ja, wir haben eine Ladehemmung. Nee, doch nicht. Doch, haben wir. Okay, ich glaube, es ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel. Broken Arrow. Haben wir noch Munition? Oh, noch eineinhalb Magazine vielleicht oder so. Scheiße. Komm, wir schießen im Wohnviertel um uns. Super, Eddie. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, das ist dann hier alles, oder? Ich glaube, wir könnten Glück haben, dass wir den meisten Shit haben. Ach du Scheiße.
Oh, der hat eine Brechstange am Rücken. Oh, oh. Nein. Sind nicht viele. Okay, die Schrotflinte ist auch nicht mehr die jüngste. Ich müsste mir ein paar Fahrzeuge opfern. Ich schieße jetzt erstmal noch mal ein bisschen. Alles muss weg. Denkt ihr, oh, das ist aber einfach. Ja, aber ich habe gleich keine Munition mehr. Und das war ein ganzer Waffenladen an Munition. Ach, guck mal, ist das nicht ein schönes Rot? Warte mal, kann ich damit fahren? Nee, ist keine gute Idee. Okay, das war's. Okay, wir probieren es jetzt. Ich muss mit dem Anhänger probieren. Dann schrotten wir das Auto jetzt. Und los geht's. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, round, right round. You. Oh, schlechte Idee. Oh, schlechte Idee. Aber der Anhänger geht kaputt, aber nicht das Auto, oder? Geht das Auto kaputt, wenn der Anhänger nur Schaden nimmt? Ach nee, mein Fenster ist auf! Ich hab's doch zugemacht! Hä? Hä? Okay, ist verbuggt. Okay, ist verbuggt. Alles gut. Das hat man schon mal. Ich weiß, was das Problem ist. Das kann passieren. Okay, das ist jetzt schon mal ein Problem. Es ist nur eine Platzwunde. Kein Biss oder so. Bluten aber immer wie Sau. Okay, wir müssen es mit dem... Ah, der ist ja abgeschlossen. Okay, warte mal. Lass den Anhänger hier. Schaffe ich nicht. Scheiße. Ich brauche ein Plattwalz-Auto, sonst wird das nichts. El Platzo Walzo Auto. Ich könnte jetzt auch einfach dazu machen. Auto sei offen. Auto sei offen. Ah, ist natürlich klar. Keine gute Idee, aber was soll's. Ich werde sterben, ich weiß es ganz genau. Oh Mann, ey. Komm schon! Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist so ein Dodge.
Dotke. Aha. Ach du Scheiße. Sie sehen, wie ich stehen geblieben bin. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, aber... Wir müssen auf die Straße fahren. Ich glaube, die müsste ich schaffen. Komm schon, komm schon. Das ist eine schöne Distanz, die wir auch hier von ihnen weg haben, quasi. Nein, nein, nein! Scheiße! Scheiße! Das war's. Das Auto geht nicht mehr an. Okay, okay. Scheiße. Nochmal, nochmal, komm! Nochmal, nochmal! Lauf, lauf, lauf! Nein! Und das war die Geschichte von Survival Ma, den Survivaligen. Und das ist die Geschichte von Zombie Ma. In der heutigen Folge schlurft er umher am dritten Zaun der fünften Straße. Tja. Das war doch noch eine gute Runde. Ich meine, ich könnte jetzt auch weitermachen. Ich lasse es mal offen. Ja? Ich lasse es mal offen. Ich habe gesagt, wir hören auf, sobald ich sterbe. Das war jetzt... Ich hatte gehofft, ich kann aussteigen. Das Schloss hat aber geklemmt. Ich dachte, er steigt am Beifahrer automatisch aus, wenn... die verschlossen ist, was dann normalerweise der Fall ist. Ich glaube nämlich, er steigt aus an der Seite. Wenn auf der anderen Seite man nicht aussteigen kann, ist nicht so. Wieder was gelernt, aber ich habe teuer bezahlt. Das Lehrgeld war mein Leben. Ich hätte es nämlich geschafft, hätte ich noch aussteigen können. Oder hätte der automatisch die Beifahrerseite benutzt. Na gut, Leute, bis zur nächsten Folge Zomboid oder, wenn nicht, zu anderen vielen weiteren Videos. Zomboid gibt es, wenn, spätestens wieder beim nächsten Update oder ich mache hier nochmal ein bisschen. Wir werden sehen, ja? Liebe Leute, haut rein.